ÖBB Immobilienmanagement Pressegespräch fand dieses Jahr direkt in München statt. Im wunderschönen Rahmen wurden die aktuellen Projekte einen Tag vor der Expo Real den Journalisten präsentiert. Bis 2035 sind über 26.000 Wohnungen auf ehemaligen ÖBB-Liegenschaften geplant. Und das nur in Wien. Das Gebiet des Nordwestbahnhofs ist dabei eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte. Die ersten der rund 7.000 geplanten Wohneinheiten werden erst ab 2023 gebaut werden. Dort sind wir jetzt auch kurz davor, die UVP einzureichen, und das ist wieder ein ganz wichtiger Schritt in der Projektentwicklung. Dieses Projekt ist nicht nur von der Dimension, sondern letztendlich auch von der Komplexität her sehr interessant und braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Einige Neuheiten gibt es beim Service auf Bahnhöfen. Mit neuen Ideen will man Kunden beim Zeitsparen helfen. Der Kunde kann auf dem Weg nach Hause zukünftig mehrere Sachen erledigen und die Postzusteller müssen nicht direkt in den Ortskern fahren. Da hat es eben die drei Ideen gegeben: Bahnhofskreisler, die A1-Abholboxen und die Lebensmittelboxen. Den Bahnhofskreisler haben wir als erstes ausprobiert. Erste Filiale wurde eröffnet im November 2018. Wir haben jetzt in Hollerbrunn, in Melk und in Mistelbach die ersten drei Piloten laufen und überlegen derzeit, einen vierten Piloten zu installieren. Wenn das gut ankommt, und derzeit schaut es nicht schlecht aus, hat es natürlich Potenzial, das auch in den Rest von Österreich auszuweiten. An kleineren Bahnhöfen werden zukünftig Warteinseln namens The Wave eingesetzt werden. Diese Innovation ist kostengünstig in der Anschaffung und auch noch schneller errichtet. Das heißt, in der Installation, weil Wave einfach nur vom LKW abgehoben werden muss und inklusive Fundament dort verankert werden muss. Und von der Ausstattung her, wir haben ja dort geplant, dort auch eine entsprechende Beleuchtung, Lautsprecheranlage und einen Infoscreen dort zu installieren. Das heißt, wenn es gut geht, wird der Papieraushang der Vergangenheit angehen. Für Johannes Karner war es das letzte Expo Real Pressegespräch. Nur noch bis Ende des Jahres bleibt er Geschäftsführer von ÖBB Immobilienmanagement. Die drei Jahre waren sehr aufregend, extrem spannend. Sie haben in der IMO ein riesiges Potenzial an Immobilien, an Grundstücken. Ich glaube, das macht auch die wirkliche Attraktivität aus. Es ist aber auch herausfordernd, über weite Strecken auch anstrengend, und es ist so ein bisschen, Sie wissen in der Früh nie, wenn Sie hineingehen, wie es Ihnen dann so am Abend wieder geht, wenn Sie herauskommen, aber es ist wirklich eine tolle Herausforderung, ein großartiger Job. Die Geschäftsführungsposition wird zukünftig in der Hand einer Frau liegen. Wir sind auf jeden Fall auf viele weitere Projekte gespannt.